Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde, so heftig mir meine Debatte führt, man sollte über das, was eigentlich nicht strittig ist, nicht erklären, dass es strittig sei. Und nicht strittig ist, das erkläre ich jetzt auch für die CDU-CSU-Fraktion wie für die ganze Koalition, dass natürlich eine starke gesetzliche Rente auch in Zukunft die erste starke Säule der Altersversorgung in Deutschland ist und bleiben wird. Aber weil jeder von uns im Alter einigermaßen gut leben will, ist es zwingend notwendig, dass eine starke zweite Säule dazukommt. Und darum geht es heute, dass wir diese zweite starke Säule schaffen, sichern und unterstützen. Und die Idee des Betriebsrentenstärkungsgesetzes ist es einfach, dass nicht nur 60% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland eine starke zweite Säule in einer Form einer Betriebsrente hat, sondern in Zukunft möglichst jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer in Deutschland eine solche zweite starke Säule sein eigen nennen kann. Darum geht es uns. Und wenn uns das mit dem Gesetz am Schluss gelingen sollte, dann gilt wirklich, wer nicht mitmacht bei betrieblicher Altersvorsorge, der hat sich wirklich falsch entschieden. Und wenn dieses Gesetz uns gelingt und wir wirklich eine weitere Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge schaffen würden, dann wäre das heute sogar eine Sternstunde für die deutsche Altersversorgung der Zukunft. Und kaum ein Gesetzesvorhaben ist so gründlich vorbereitet wie dieses, nämlich mit mehreren Gutachten, die das Arbeitsministerium und das Finanzministerium in Auftrag gegeben haben und die sehr genau analysiert haben, auf was es ankommt. Und da ist vollkommen richtig, verehrte Frau Ministerin, es geht nicht nur um das Sozialpartnermodell, sondern es geht uns natürlich darum, alle Formen betrieblicher Altersvorsorge zu stärken. Und das ist das Erste, der Zugang von Geringverdienern. Wir schaffen einen Geringverdienerzuschuss, der zu einem guten Teil dem Arbeitgeber über die Steuer wieder refinanziert wird, der es für Geringverdiener erstmal möglich macht, überhaupt in betriebliche Altersversorgung einzusteigen. Und das Zweite ist, wir schaffen Freibeträge in der Grundsicherung. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, über 100 Jahre lang ist das eherne Prinzip staatlicher Fürsorgeleistungen, also staatlicher Unterstützung der Steuermittel gewesen, das Prinzip der Nachrangigkeit, nämlich dass alles, was man sonst hat, darauf angerechnet wird. Wir machen mit diesem Gesetz, wie ich finde, nicht nur einen historischen Schritt. Es ist sogar eine echte Revolution im deutschen Sozialrecht, dass wir erstmals eine Regelung schaffen, dass das, was man sich als zusätzliche Altersversorgung angespart hat, mindestens zu 100 Euro monatlich, maximal bis zu 200 Euro monatlich, nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird. Zu gut Deutsch. Wer etwas zusätzlich fürs Alter macht, der weiß eines ganz bestimmt, egal wie das Leben weiter verlaufen wird. Wenn ich eines Tages Grundsicherung beantragen muss, habe ich auf jeden Fall mehr als derjenige, der nichts getan hat. Und das ist die wichtigste Botschaft für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, gerade auch für die Geringverdiener. Das Zweite ist, natürlich ist es wünschenswert, dass das, was jetzt auch schon Praxis ist, nämlich dass durch Tarifverträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen automatischen Zugang zu einer Betriebsrente bekommen, verbreitert wird. Das ist die Idee des sogenannten Sozialpartnermodells. Und meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, was hier der Herr Kollege Birkwald von den Linken vorgetragen hat, ist schlichtweg unglaublich. Er hat dieses Modell als Pokerrente diffamiert. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht, um es jedem zu erklären, darum, dass Arbeitgeberverbände und die zuständige Gewerkschaft miteinander einen Tarifvertrag abschließen, in dem sie die Details regeln, wie die betriebliche Altersversorgung organisiert wird und finanziert wird. Und nun gibt es ja in den Gewerkschaften etliche Kolleginnen und Kollegen, die meinen, ihre politischen Ziele eher mit der Linkspartei durchsetzen zu können. Heute ist offenkundig geworden, wie Linke wirklich über Gewerkschaften denken.
Der Vorwurf, dieses Tarifvertragsmodell sei eine Pokerrente, ist die Misstrauenserklärung gegen die deutschen Gewerkschaften seitens der Linkspartei. Ich meine, dass Sie die Arbeitgeber verwendet, dass Sie den Misstrauen, das haben wir eh unterstellt. Ne? Aber heute ist es doch mal deutlich geworden, wie Sie in Wahrheit über Gewerkschaften denken. Da sind die Arbeitgeber an unserer Seite, Herr Weiz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat ist die Frage, wie wir zusätzliche Anreize schaffen, zum Beispiel durch betriebliches Opting-out-Modell, das die Ministerin vorgestellt hat, durch die Frage, werden eingesparte Sozialversicherungsbeiträge durch die Entgeltumwandlung weitergegeben an den Arbeitnehmer als Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge. Wichtige Elemente, die zusätzlich einen Anreiz darstellen, auch einen finanziellen Anreiz, um sich einer betrieblichen Altersvorsorge anzuschließen und entsprechend anzusparen. Und natürlich ist die betriebliche Altersvorsorge deswegen in unserem Fokus, weil gerade in der Niedrigzinsphase wir in der betrieblichen Altersvorsorge darstellen können, dass große Kollektive, die versichert werden, auch attraktive Angebote auf der Seite der Versicherungen finden und Kosten gespart werden, aber eben auch eine Altersvorsorge mit einer Rendite dargestellt werden kann, auch in Zeiten niedriger Zinsen. Deswegen ist es richtig, dass wir in dieser Zeit gerade der Stärkung der Betriebsrente unser Augenmerk schenken. Der Gesetzentwurf ist ein Gemeinschaftswerk von Bundesfinanzministerium und Bundesarbeitsministerium. Und ich möchte beiden Häusern und den Mitarbeitern herzlich dafür danken. Und erlauben Sie mir, dass ich einen besonderen Dank an den Bundesfinanzminister richte. Und zwar deswegen, der Bundesfinanzminister hat ja erstmal die Aufgabe, das Geld zusammenzuhalten. Aber wenn man betriebliche Altersvorsorge richtig machen will, dann muss es auch ein paar finanzielle Anreize, und zwar zusätzlicher Art, geben. Und dass der Bundesfinanzminister sich dazu hat durchringen lassen, ein paar zusätzliche finanzielle Anreize zu geben. Also, ich glaube, für jeden Finanzminister, egal welcher Partei er angehört, ist das ein Durchringen. Aber dass der Bundesfinanzminister bereit war, zusätzliche finanzielle Anreize zur Verfügung zu stellen für die Förderung der Betriebsrente, ist ein richtiges Zeichen in der Niedrigzinsphase, indem man nämlich sagt, wer spart, den wollen wir als Staat auch zusätzlich unterstützen. Und das wird mit diesem Betriebsrentengesetz gemacht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es handelt sich um einen insgesamt guten Gesetzentwurf. Und da ist nicht ausgeschlossen, dass wir im parlamentarischen Verfahren als Koalitionsfraktionen den auch noch gemeinsam optimieren. Aber was wir mit dieser ersten Lesung heute bezwecken sollten, ist ein klares Signal geben, grünes Licht, freie Fahrt für eine starke betriebliche Altersversorgung für möglichst alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Als nächster spricht der Kollege Markus Kurt von Bündnis 90 Die Grünen.